Ja, ihr seht richtig. An dem Thumbnail, an dem Titel und dann das Video, was ihr gerade seht. Mein Name ist Kalvier, YouTube am Start und heute geht es um ein Thema, was ich. Oh Gott, sieht hässlich aus. Was ich eigentlich öfters ansprechen wollte und heute wahrscheinlich machen werde. Sonst hätte ich ja das Video nicht gemacht. Heute rede ich mal über Fortnite. Ob ich mehr Videos zu Fortnite machen soll, was ich von dem Ganzen halte und ob ich positiv zum Spiel eingestellt bin oder nicht und ob ich überhaupt gut in dem Spiel bin. Willkommen zum zweiten Part von Die Sache mit heute Fortnite. Auf in die erste Runde. Wenn man normalerweise bei Gesprächsthemen sucht man sich so eine lockere, easy Stadt wie zum Beispiel Flash Factory oder Fatal Fields oder Salty Springs aus. Ich gehe einfach mal zu Tilted. Passt ja perfekt so für Gespräche. Fangen wir doch mal das an mit dem ersten Thema zu Fortnite und zwar, warum ist dieses Spiel eigentlich so gehypt? Und warum gehen hier schon wieder absolut viele hin? Ja, richtig, der Loot ist einfach krank. Oh Mann. Ja, das lässt sich eigentlich mit vielen Sachen begründen. Zuallererst, das Spiel ist kostenlos. Ich meine, was will man mehr? Kostenloses Spiel ist immer geil und. Nee, du kriegst mich nicht und jetzt habe ich Fallschaden bekommen, so eine Scheiße. Ein kostenloses Spiel, das macht eigentlich schon einen guten Eindruck, muss man sagen. Und dann die Qualität des Spiels, die ist. Alter, ich lecke. Qualität des Spiels lässt nicht mal zu wünschen übrig. Die ist einfach. Sie ist stark. Sie zeigt dir wirklich. Oh Gott, jetzt kommt er. Komm, da kommen Süßer. Ach, der ist über mir. Okay. Das hinterfrage ich jetzt einfach nicht. Auf jeden Fall hat sich hier erstmal nichts connected. Und dann bleibt natürlich auch noch zu sagen, natürlich, wenn es kostenlos ist, lädt man sich das erstmal runter. Und bei mir war es so, bei mir hat ein guter Kumpel das empfohlen. Und zum Anfang dachte ich mir halt, was hat das Spiel so zu bedeuten? Was bringt das Spiel? Was kann man da machen? Und dann hat er mir erklärt, das ist von PlayerUnknown's Battleground die kostenlose Version, so eine Art. Dachte ich mir, was? PlayerUnknown's Battleground? Was ist das denn? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ja, spiele ich das Spiel. Ja, zum Anfang war es halt nicht zu bedeuten, weil ich da zu der Zeit noch FIFA gespielt habe. Aber nach einer Zeit, da hat man so einen gewissen Suchtfaktor. Vor allem bei anderen Familienmitgliedern fällt das sehr dolle auf. Nein, Spaß. Und dann ist mir das aufgefallen, wie schnell sich das entwickelt hat. Und vor allem YouTube-Kanäle haben so einen Hype durch dieses Spiel bekommen. Siehe Nikeboy, siehe BCC, siehe Ninja, siehe der Gaming-Kanal von ApoRed. Ich weiß nicht, was die ohne Fortnite wären. Wahrscheinlich genau der gleiche Kanal, nur halt ohne Fortnite. Na gut, so, ich werde mal jetzt erstmal aufs Tilted verpissen und dann reden wir über das nächste Thema und zwar, wie sich das Spiel überhaupt rentieren kann. Ach du Scheiße, da ist jemand. Jetzt wollte ich eigentlich einen Cut setzen, aber. Okay, ich stehe 2 Zentimeter vor ihm. Okay, der wird gleich von dem anderen da gefickt. Ja, starten wir eine neue Runde und dann reden wir über die Preise von Fortnite. Die Preise im Spiel, die sind. Naja, lass es mich mal in einem Beispiel zeigen. Ein fucking Skin, 20 Euro. Gut, das war jetzt ein bisschen creepy. Na gut. Aber 20 Euro für ein Skin. Ja, das ist wirklich teuer. Es ist halt echt arschteuer. Da würde ich viel lieber oder viel besser finden, wenn man irgendwie pro Game, also pro Runde, so eine Werbung, 30 Sekunden raushaut. Und dann ist doch gut. Dann muss man es wirklich nicht übertreiben. Und dann macht man auch Einnahmen und dann muss man auch nicht die Skins so übertrieben teuer machen. Das Gute ist, und das ist auch geil, besser als zum Beispiel in FIFA, da seht ihr wirklich, dass diese Skins einfach nichts bringen. Ja, teilweise ist es natürlich scheiße für die, die sich das natürlich kaufen, aber für die anderen ist es gut, weil
Es macht überhaupt keinen Einfluss. Nicht, dass du jetzt irgendwie 500 Packs wie bei FIFA kaufen kannst, und dann hast du so ein OP-Team. Ja, das ist ja klar, wer dann gewinnt. Wenn du da ein OP-Team gegen irgend so ein Luschen-Team hast, dann ist einfach dumm. Und jetzt, daher, dass ich in diese Dance-Halle hier gekommen bin, komme ich gleich zum nächsten Fakt, Alter. Und das ist. Alter, diese Dance-Halle. Das ist hier der Fakt mit den Details. Ich meine, guckt euch mal bitte an, wie Fortnite jede Woche gefühlt ein Update rausbringt und immer wieder versucht, dieses Spiel zu verbessern. Wie versucht EA das Spiel zu verbessern? Die bringen Ikonen raus, ja, damit sie sich immer mehr irgendwelche Sachen holen mit Points und nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und das ist das Gute an Fortnite. Guckt euch mal die ganzen Details an. Die Grafik ist einfach nur geil. Ist halt Fortnite, ne? Und es gibt wirklich sehr wenig Sachen, über die man in diesem Spiel wirklich negativ reden kann. Eine Sache, aber das habt ihr auch letzte Runde gesehen. Und das finde ich leider negativ, ist dann wirklich die Schrotflinten. Die sind, meiner Meinung nach, sind Schrotflinten und allgemein so Pumpguns absolut overpowered. Ich meine, der hatte irgendwie einen Schuss gesetzt und dann war er tot. Das ist irgendwie nicht fair. Ich weiß auch nicht warum, aber ist halt meine Meinung. Ich finde, die sollten die wirklich ein bisschen schwächer machen und dann haben wir das. Aber guckt euch mal das hier an zum Beispiel. Das ist auch eine Sache für ein Detail und das passt perfekt gerade rein. Die bringen jede Woche immer was Neues raus. Sie experimentieren und wenn etwas nicht gelingt, dann nehmen sie es wieder zurück. Wobei aber diese Taschen-Base wahrscheinlich bleiben wird, weil die absolut geil ist. Ich meine, guckt euch das mal bitte an. Na gut, eigentlich will ich die jetzt nicht verschwenden, deswegen cutte ich jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Thema und bei der nächsten Szene wieder. Meistens muss man im Spiel wirklich so rumlaufen, weil meistens kommt jemand von hinten. Aber das ist auch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, das Bauen. Mit dem Bauen ist wirklich ein Grundstein für dieses Spiel gelegt worden. Ich meine, das muss einfach dazugehören. Ich meine, jeder kennt es, wenn man im Bau muss man bam, bam, bam. Ja, scheiße, bam, bam, bam. Und dann bam und dann nächste Etage und so weiter und so fort. Das geht bei manchen in Millisekunden, was krank ist. Na gut, da geht das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich meine, wenn man sich so ein paar YouTuber anguckt, wie schnell die das machen, dann Halleluja. Dann denke ich mir immer wirklich, die haben echt keine Hobbys. Außer Fortnite zu zocken. Na gut. Oh, nice Munitionskiste. Alter. Danke. So. Und das Bauen ist sehr interessant. Man kann allen möglichen Scheiß bauen. Ich meine, wofür sind die Pyramiden da? Digga, die habe ich irgendwie für die ersten Monate habe ich damit nur immer Scheiße gebaut. So, hier habe ich schon mal meinen Grundbaustein. Und ganz im Ernst, die Pyramiden sind eigentlich eher unnötig, aber na gut. Aber sonst der Rest ist ganz interessant und man kann ja mal ganz interessante Kombinationen raushauen. Und so ist es auch wirklich wichtig, immer zu bauen, weil sonst wirst du von hinten weggefickt. Hier auch nochmal schönes Beispiel für Sachen, die man erneuert wurden. C4, Minigun, alles Mögliche, ja. Ich frag mich wirklich, wie EA nicht so eine Ideen hat. Oder warum? Oder den Busch. Der Busch, der ist legendär. Na gut, das ist jetzt ein bisschen doppelsinnig, aber egal. Na gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ein bisschen was Actionmäßiges passiert und ich dabei ein bisschen reden kann. Naja. Ah, hört ihr das oder riecht ihr das? Es riecht hier nach Loot Drop. Und Loot Drops sind auch eine sehr interessante Sache in Fortnite. Natürlich werden sie auch sehr oft zum Trollen benutzt. Vor allem in Verbindung mit C4. Aber auch sie haben eine sehr wichtige Rolle in diesem Spiel. Ich meine, wer kennt es nicht? Alle stürmen auf den Loot Drop auf, versuchen irgendwas zu bekommen. Übrigens, ich mache jetzt hier mal meine Base hin, weil ich bin perfekt in der Zone. Also, zack. Ohoho. Sheesh. Na gut, auf jeden Fall ist der Loot Drop sehr wichtig. Und natürlich, man braucht allgemein, nicht nur beim Loot Drop, auch bei den ganzen Kisten, braucht man ein bisschen Glück.
Glück gehört auch teilweise hier dazu, aber das haben sie auch, sogar das haben sie verbessert, indem sie richtig Automaten hingebastelt haben. Und bei Automaten kann man, wenn man genug abbaut, kann man sich was Gutes holen. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man sich da auch eine Ska holen kann. Und what the fuck, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Guckt euch mal an, was man hier alles machen kann, ey. Meine Fresse. Na gut. Oh, lol. Geht das eigentlich so? Hä? Wie konnte man das nochmal ändern? Ich meine, man kann ein Fenster reinmachen. Geil. Ich will irgendwie, wollte ich das machen? Egal. Lass ich einfach die Wand einfach so stehen. Einfach so eine Wand. Chillig. Komm, ey, komm, ich will jetzt darüber springen. Nach Spaß. Scheiße. Na gut. Konzentrieren wir uns. Vielleicht hole ich ja genau in der Runde meinen ersten Solo-Win. Das wäre sehr großer Zufall. Lol. Einer der Gründe, warum ich kein Fortnite, also nicht so viele Fortnite-Videos mache, ist, ich sacke in dem Spiel. Wobei ich die jetzt aber ganz gut geholt habe. So, jetzt baut er sich hier irgendwie hoch und oh Gott. Scheiße. Aha. 150 mit einem Schuss. Zum Thema Schrot ist overpowered. Aber meine Fettfinger haben natürlich die Minigun ausgewählt, warum auch nicht. Ah, das ist so der Grund, warum ich sehr oft getötet werde. Aber ich bin wirklich, ich bin richtig scheiße in dem Spiel. Ich gebe es zu. Da bin ich sogar ein FIFA besser. Ja, moin. Das ist auch einer der Gründe, warum ich wirklich das Spiel nicht jetzt unbedingt so oft bringe. Und da gibt es noch einen anderen Grund. Nämlich jeder dritte YouTuber. Wirklich jeder verfickte YouTuber macht jetzt Fortnite. Ich will eigentlich auch nicht einer der sein, der jetzt die Scheiße nur wegen den Klicks macht, aber wenn man sich mal die beiden Fortnite-Videos anguckt, die ich gemacht habe, die haben irgendwie genauso viele Klicks wie 15 Videos von mir hintereinander. Also muss man das halt leider schon zugeben, dass die Fortnite-Videos echt krank Klicks bringen. Was ich aber nie machen werde, ist, ich werde keine Clickbait-Scheiß-Dinge machen. Ich werde jetzt einfach in den Titel wahrscheinlich schreiben, sowas wie Fortnite, die Sache mit Fortnite irgendwie. Und dann ja oder nein und naja. Also auf jeden Fall, Clickbait werdet ihr nicht auf meinem Kanal sehen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich habe zwei Runden gehabt. Eine ganz okay, die andere absolut scheiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal bitte eure Meinung zu dem Thema auf. Ich kann mir jetzt ein paar Kaufland-Chips für 67 Cent beste. Und haut rein, bis bald und schauen, ich hab Hunger.